Ich stehe hier also in gewisser Weise stellvertretend für eine gesamte Kommission und ihre Mitarbeiter. Die Kommission mit dem offiziellen Titel Unabhängige Historikerkommission zur Aufarbeitung der Geschichte des Auswärtigen Amts in der Zeit des Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik. Und in diesem Sinne bedanke ich mich auch namens der Kommission und ihrer Mitarbeiter für diese Einladung. Meine Damen und Herren, wir haben diesen Bericht am 28. Oktober letzten Jahres offiziell an Minister Westerwelle im Auswärtigen Amt überreicht. Und am gleichen Tag, am Abend, gab es dann in Berlin in der sogenannten Schwangeren Auster eine Präsentation mit seinen beiden Amtsvorgängern Steinmeier und Fischer. Ich erwähne die drei deutschen Außenminister, in deren Amtszeit unsere Kommission begründet wurde bzw. ihre Arbeit getan hat, nicht nur, weil hier eine bemerkenswerte, wenn ich so sagen darf, geschichtspolitische Ampelkoalition aufblitzt, wenn auch nicht ganz in der richtigen Reihenfolge, also grün, rot, gelb, sondern ich erwähne es auch deshalb, weil darin schon ein gewisser Hinweis auf die Gliederung meines Vortrags gegeben ist. Dreierlei will ich in den, sagen wir, gut 50 Minuten jetzt ansprechen. Letzten Endes dann doch alles knapp, gerade auch am Ende dann die Frage der Diskussion über das Buch. Da können wir dann in der Diskussion vielleicht auch noch hier weiteres zu thematisieren. Anfangen möchte ich mit einer knappen, aber doch einigermaßen hoffentlich klaren Schilderung des Zustandekommens der Kommission, weil ich glaube, das ist ganz wichtig zum Gesamtverständnis. Der Hauptteil soll aber natürlich sein, die Präsentation der wesentlichen Befunde unserer Arbeit, sowohl für die NS-Zeit als auch dann für die Zeit nach 1945. Und dann, wie gesagt, eher kurz zum Schluss etwas zu den Reaktionen auf das Buch. Wie also, und das ist der erste Punkt, kam es überhaupt zur Einsetzung unserer Kommission? Pointiert gesagt, verdankt sie sich einem Zufall. Denn das Auswärtige Amt unter Joschka Fischer war so wenig an dem Thema interessiert wie das Auswärtige Amt unter seinem Vorgänger Kinkel, seinem Dauervorvorgänger Genscher oder dessen Vorgänger Scheel. Eine frühe Chance für eine kritische Geschichte der Institution Auswärtiges Amt wurde schon 1970 vertan, nämlich gleich zu Beginn der jahrzehntelangen liberalen Vorherrschaft im Auswärtigen Amt. 1970 nämlich feierte das Amt sein 100-jähriges Bestehen. Es stellte sich also mithin in eine Traditionslinie, die zurückreicht, nicht nur bis zur Reichsgründung, sondern eigentlich bis zum Norddeutschen Bund. Nun hatte Walter Scheel im Wahlkampf 1969 plakatieren lassen, seine FDP werde überall in Politik und Gesellschaft, die Älteren unter Ihnen erinnern sich, die alten Zöpfe abschneiden. Dazu passte es, dass der Außenminister der sozialliberalen Koalition in seinem Geleitwort zu dieser Festschrift 1970 erklärte, die Vergangenheit des Amtes werde in einer umfassenden Darstellung untersucht. Es blieb bei der Ankündigung. In der Festschrift selbst, zusammengestellt vom politischen Archiv des Auswärtigen Amts. Das Auswärtige Amt ist ja das einzige Ministerium, das ein eigenes Archiv hat. Also dieses politische Archiv des Auswärtigen Amts schrieb diese Festschrift in einem Ton, der ohnehin nicht gerade von Aufbruchstimmung geprägt war. Wie seit jeher brüstete man sich der so wörtlich starken Beteiligung am Umsturzversuch des 20. Juli 1944. Dass Scheel und sein Nachfolger Genscher in ihrer Jugend NS-Parteigenossen gewesen waren, das kann die institutionelle Indolenz des Amtes gegenüber seiner Vergangenheit, ja deren aktive Vertuschung und Beschönigung in den 70er, 80er und 90er Jahren und noch darüber hinaus nicht erklären. Das Ganze war freilich damals so wenig wie heute allein eine Frage, welche Haltung die Amtsspitze
einnahm. Mindestens so wichtig war der viel zitierte Chorgeist des Auswärtigen Amts. Und richtig ist auch, mit seiner damaligen Haltung befand sich das Auswärtige Amt in unschönem Gleichklang mit fast allen politischen Institutionen der Republik. Allein das Bonner Justizministerium unter FDP-Minister Engelhardt sah sich Ende der 80er genötigt und bereit, das Faktum der personellen Kontinuität vom Dritten Reich zur Bundesrepublik, das in der Justiz allerdings auch zu besonders schlimmen Skandalen geführt hatte, in einer ja bis heute gezeigten Ausstellung zu thematisieren. Deshalb hat der Zufall, von dem ich gesprochen habe, eigentlich System. Denn ungeachtet enormer geschichtspolitischer und erinnerungskultureller Veränderungen, die es in unserer Gesellschaft im Umgang mit der NS-Vergangenheit in den, sagen wir mal, letzten zwei Jahrzehnten ja zweifellos gegeben hat, ungeachtet dessen ist die Frage der Kontinuität in den Funktionseliten und deren institutionelle Bedeutung eher unterbelichtet geblieben. Im Fall des Auswärtigen Amts bedeutete das ganz konkret, dass die nach Kriegsende gestrickte Legende, sie ist eben schon angesprochen worden, einer Sonderrolle im Dritten Reich auch ein halbes Jahrhundert später noch nicht ausgeräumt war. 1995 nämlich, noch in Bonn, blickte das Amt in einer bunten Hochglanzbroschüre auf sein nun 125-jähriges Bestehen zurück und es verlor, wie schon 1970, über die Zeit des Dritten Reiches nicht viele Worte. Zwar hieß es jetzt, die kleine Zahl aktiver Hitlergegner zeige, dass das Amt insgesamt kein Hort des Widerstandes gewesen sei, genauso wenig könne es aber als verlängerter Arm der SS gelten. Die Wahrheit liege wohl, so wörtlich, irgendwo in der Mitte. Es mussten noch einmal 15 Jahre vergehen, ehe Minister Westerwelle bei der Entgegennahme unseres Kommissionsberichts erklärte, da liegt sie eben nicht. Diesen Satz hätte Westerwelle wohl nie zu sagen gehabt, wäre sein Vorvorgänger nicht Joschka Fischer gewesen, der Hauptmatador der Grünen, eine Symbol- und Reizfigur für nahezu alles, was sich in der Bundesrepublik mit 68 verband. Fischer hatte sich in seiner ersten Amtszeit seit 1998 zwar rasch in einen populären und international auch geachteten Staatsmann verwandelt und dabei auch die Anerkennung vieler Angehöriger des diplomatischen Dienstes erworben. Aber vor allem unter den Älteren und den Pensionären des Amts gab es nicht wenige, die weiterhin ihre parteipolitischen Vorbehalte und sozialen Ressentiments gegenüber dem Aufsteiger und Ex-Sponti pflegten. Das Nein der rot-grünen Koalition zu einer deutschen Beteiligung am Irakkrieg 2002 verschärfte diese Vorbehalte. In dieser Situation entwickelte sich seit Frühjahr 2003 eine zunächst amtsinterne Kontroverse über die sogenannten Ehemaligen im Auswärtigen Dienst. Auslöser war ein Nachruf auf Generalkonsul AD Franz Nüsslein, den das Referat Höherer Dienst, wie üblich, für die Mitarbeiterzeitschrift, die heißt AA intern, zusammengestellt hatte. In dieser Mitarbeiterzeitschrift heißt es, ich zitiere jetzt wörtlich aus dem Nachruf, nach dem Studium der Rechts-, Staats- und Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten München, Paris, Berlin und Göttingen promovierte Dr. Franz Nüsslein zum Dr. Jur und war zunächst als Richter am Oberlandesgericht Kassel tätig. Nach 10-jähriger Internierung in der Tschechoslowakei trat Dr. Nüsslein 1955 in den Auswärtigen Dienst ein. Seine erste und einzige Auslandsverwendung führte ihn 1962 nach Spanien, wo er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 1974 die Leitung des Generalkonsulats Barcelona innehatte. Das Auswärtige Amt trauert um einen ehemaligen Kollegen, der die ihm übertragenen Aufgaben mit Engagement und Einsatzfreude wahrgenommen hat und wegen seiner fachlichen und menschlichen Qualitäten hoch geschätzt wurde. Das Auswärtige Amt wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Ende des Zitats.
Nun, die Angaben über die Zeit vor 1945 waren also, wie Sie gehört haben, sehr vage. Der Autor aus dem Amt selbst hatte sie Nüssleins Personalakte entnommen. Da der vormalige NS-Staatsanwalt aber stets, und zwar eindeutig wahrheitswidrig, bestritten hatte, für Todesurteile der NS-Strafjustiz im Protektorat Böhmen und Mähren mitverantwortlich gewesen zu sein, und da ein Ermittlungsverfahren gegen ihn 1961 ergebnislos eingestellt worden war, hatten Verfälschungen, Ungereimtheiten und Auslassungen in seinem Lebenslauf ungeprüft Niederschlag in dem Nachruf gefunden. Anlass zur Vorsicht war nicht einmal die Tatsache, dass ein Teil der Dokumente in einem Panzerschrank des Personalchefs des Auswärtigen Amts sekretiert worden war. Doch jetzt, im Mai 2003, meldete sich Marga Henseler, eine frühere Mitarbeiterin des Auswärtigen Amts. Sie sei, so schrieb sie an Minister Fischer, über den Nachruf auf den ihr gut bekannten Nüsslein aufs Tiefste erschüttert. Und sie forderte Auskunft, warum das Amt einen Mann ehre, ihn gar als Opfer der Nachkriegs-Tschechoslowakei ausweise, der in Wirklichkeit ein so wörtlich gnadenloser Jurist gewesen sei und Mitschuld an der animosen Haltung der Tschechen gegenüber der Bundesrepublik trage. Der Brief wurde Fischer freilich nicht vorgelegt. Stattdessen bat man Frau Henseler um Verständnis für die üblichen Würdigungsformeln, ohne auf ihre Monitor einzugehen. Nun geriet die alte Dame erst recht in Rage. In einem zweiten Brief wandte sie sich nicht mehr an Fischer, sondern an Bundeskanzler Schröder. Gegenüber diesem beschuldigte sie die Beamten des Auswärtigen Amts, Nüssleins Personalakte gereinigt zu haben. Den Nachruf bezeichnete sie als Geschichtsfälschung. Über den Umweg Bundeskanzleramt gelangte dieses Schreiben ins AA und jetzt dann auch endlich zu Fischer selbst. Während die Personalabteilung weiterhin keinen Anlass zur Korrektur sah, ließ der Minister intern durch Staatssekretär Schariot klarstellen, bei Gratulationen, Nachrufen und Ehrenbezeugungen für ehemalige Amtsangehörige gebe es künftig keinen Automatismus mehr. Vielmehr werde jeder Einzelfall sorgfältig geprüft. Für frühere Mitglieder der NSDAP oder deren Unterorganisationen seien grundsätzlich keine Glückwünsche oder Nachrufe mehr vorgesehen. Und gegenüber Frau Henseler bekundete Fischer, historische Schuld und Verantwortung dürften nicht relativiert oder in einer Weise verschleiert werden, die Täter als Opfer erscheinen lassen. Auch stimmte er ihr zu, dass eine Versöhnung mit den Nachbarn nur gelingen könne, wenn nationalsozialistisches Unrecht beim Namen genannt werde und Deutschland sich zu seiner Verantwortung bekenne. Den Nachruf auf Nüsslein missbilligte Fischer, er hätte in der vorliegenden Form nicht erscheinen dürfen. Dabei blieb es bis Herbst 2004. Doch dann starb 93-jährig Franz Krapf, Ex-Parteigenosse und Mitglied der SS. Krapf hatte es in den 60er Jahren bis zum Botschafter in Tokio und zuletzt zum Leiter der ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei der NATO gebracht, wohl auch, weil er bei seinem Wiedereintritt in den Auswärtigen Dienst 1951 den Charakter und die Dauer seiner SS-Mitgliedschaft verfälscht hatte. Gemäß der neuen Regelung bekam er keinen Nachruf. Darüber kam es nun zum offenen Aufstand der Pensionäre gegen den Minister. Als Wortführer der Mumien, und Mumien nennen sich die ehemaligen Amtsangehörigen selbst, das ist also eine halb selbstironische Bezeichnung, als Wortführer der Mumien trat Ex-Botschafter Heinz Schneppen in Erscheinung, ein Seiteneinsteiger aus dem Bundespresseamt und promovierter Historiker. Seiteneinsteiger ist auch so eine AA-Terminologie, also die achten schon sehr genau darauf, ob jemand die volle diplomatische Laufbahn genommen hat oder eben aus einem anderen Bundesministerium seitlich eingestiegen ist. Dieser Herr Schneppen nannte in einem Leserbrief in der FAZ die von Fischer eingeführte Verfahrensweise unsachlich, unanständig und unehrlich, weil das Kriterium der Parteimitgliedschaft zu kurz greife und ein ehrender Nachruf
angesichts der Nachkriegsleistungen nicht verweigert werden dürfe. Außerdem hielt er dem Minister vor, mit zweierlei Maß zu messen. Fischer beanspruche das Recht auf politischen Irrtum zwar für sich und seine Freunde, gestehe dies aber politisch Andersdenkenden nicht zu. Am 9. Februar 2005 erschien in der FAZ eine großformatige Todesanzeige für Franz Krapf. Unterzeichnet hatten mehr als 130 ehemalige Staatssekretäre und Diplomaten. Minister Fischer, wegen der Visa-Affäre ohnehin unter enormem Druck, reagierte am 17. März mit einem Rundbrief an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gegenüber seinen Kritikern stellte er darin klar, dass eine Rückkehr zur ursprünglichen Gedenkpraxis nicht in Frage komme. Man habe aber gemeinsam mit dem Personalrat eine Kompromisslösung gefunden. Auf ehrende Nachrufe werde künftig generell verzichtet. Stattdessen solle bei allen Todesfällen eine kurze Nachricht in der Mitarbeiterzeitschrift erscheinen. Fischers Kritiker ließen sich dadurch nicht besänftigen. Sie drängten im Gegenteil nun verstärkt an die Öffentlichkeit. Bis dahin war das ja alles mehr oder weniger noch intern geblieben. Dabei wurden jetzt auch alte Rechnungen beglichen, so etwa als Frank Elbe, ein ehemaliger Mitarbeiter Genschers und mittlerweile deutscher Botschafter in Bern, Fischer in einem Privatdienstschreiben ein miserables Krisenmanagement vorwarf und dafür sorgte, dass sein Brief exklusiv in der Bild-Zeitung erscheinen konnte. Das hatte es vermutlich noch nicht gegeben, dass ein Diplomat sozusagen sein Privatdienstschreiben in der Bild-Zeitung veröffentlichen lässt. Vor diesem Hintergrund berief Fischer am 11. Juli 2005 die unabhängige Historikerkommission. Wenige Tage, bevor Bundespräsident Köhler den Bundestag auf Antrag von Kanzler Schröder auflöste. Am 9. September, also noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl, trat die fünfköpfige Kommission erstmals zusammen, um im Rahmen eines vom Auswärtigen Amt selbst organisierten Symposiums mit zahlreichen Fachkollegen aus dem In- und Ausland über offene Forschungsfragen und heranzuziehende Archivquellen zu beraten. Wegen des Wechsels an der Amtsspitze von Fischer zu Steinmeier dauerte es dann aber fast noch einmal ein ganzes Jahr, ehe ein Vertrag unterzeichnet werden konnte, der den Rahmen unseres Forschungsprojekts festlegte. Dazu noch ein paar Worte, weil hinsichtlich der Dauer und der Größenordnung dieses Projekts gezielt falsche Angaben in der Öffentlichkeit gestreut worden sind. Es war auf 3 Jahre angelegt und bewegte sich damit in dem in den Geisteswissenschaften üblichen Rahmen. Das Gleiche gilt auch übrigens für das Budget, das bei 1,5 Millionen Euro lag und nicht etwa beim Doppelten, wie die FAZ noch im letzten Sommer wieder besseres Wissen behauptete. Tatsächlich verbraucht hat die Kommission übrigens deutlich weniger, und zwar gerade auch deshalb, weil die Recherchen in über 30 Archiven im In- und Ausland arbeitsteilig organisiert und auf eine Reihe von Kurzzeitmitarbeitern eben auch im Ausland aufgeteilt worden waren. Ziel der Kommission war es von Anfang an, nicht etwa eine Serie mehr oder weniger punktueller Einzelstudien oder gar nur ein Gutachten auf den Weg zu bringen, sondern ein in sich geschlossenes Buch, das möglichst auch für ein breiteres Publikum interessant sein würde. Damit verbunden war die Entwicklung von 5 im Wesentlichen chronologisch geordneten Themenfeldern. Für jeweils eines davon übernahm ein Kommissionsmitglied die Zuständigkeit, unbeschadet natürlich unserer gemeinsamen Gesamtverantwortung. Klaus Hildebrand, der dann leider wegen einer schweren Erkrankung nicht mehr mitwirken konnte, war anfangs für die NS-Zeit bis 1939 zuständig. Unser israelischer Kollege Moshe Zimmermann für die Kriegsjahre und den Holocaust. Peter Hayes übernahm die Zuständigkeit für die Scharnierjahre um 1945. Er trat damit an die Stelle seines akademischen Lehrers, des zunächst berufenen, aber dann wegen Krankheit früh wieder ausgeschiedenen und bald danach auch verstorbenen amerikanischen Kollegen Henry Ashby Turner. Eckhard Konze war
nach unserer Arbeitsteilung für das Auswärtige Amt der Bundesrepublik zuständig, ich selbst für das Auswärtige Amt und die Vergangenheit. So viel vielleicht zur Vorgeschichte und zu dieser Zufälligkeit des Zustandekommens dieser Kommission. Eben keine irgendwie geartete besondere Geneigtheit nun ausgerechnet von Joschka Fischer mit dieser Aufarbeitung zu beginnen. Meine Damen und Herren, ich bin nicht anders als meine Kollegen in den ersten Tagen nach dem Erscheinen unseres Buches immer wieder gefragt worden, welcher unserer Befunde mich denn am meisten überrascht oder gar schockiert habe. Meine Antwort war dann, als jemand, der sich seit lange mit der Geschichte des Dritten Reiches befasst, ist man nicht mehr so leicht zu schockieren. Und ich habe hinzugesetzt, das gilt zumal dann, weil wir in unserer Arbeit, jedenfalls soweit sie die NS-Zeit betraf, auf eine Reihe früherer einschlägiger Forschungen aufbauen konnten. Im engeren Themenfeld meine ich damit vor allem die Studien von Hans-Jürgen Döscher und von Christopher Browning, wobei man wissen muss, dass Döschers Dissertationsschrift einer breiteren Öffentlichkeit seinerzeit kaum bekannt wurde, anders als heute. Und zwar auch deshalb, weil sie bei ihrem Erscheinen 1987 von einschlägigen Seilschaften ganz gezielt madig gemacht worden ist. Allein Rudolf Augstein hat das Buch im Spiegel, der damals noch eine klare Linie fuhr, umfassend gewürdigt. Und überhaupt erst im letzten Frühjahr, nach 32 Jahren, auf Deutsch erschienen ist Christopher Brownings wichtiges Buch über das Referat Deutschland III im Auswärtigen Amt, also über die unmittelbar an der sogenannten Endlösung, mit der sogenannten Endlösung befasste Diplomatengruppe, von der manche ja bis in die Gegenwart meinen, man könne sie vom Rest des Amtes feinsäuberlich trennen. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, das gilt natürlich nicht für unseren amerikanischen Kollegen Browning, der mit seinem Erstlingswerk eine wichtige Schneise geschlagen hat für das, was ja erst sehr viel später, eigentlich erst seit den frühen 90er Jahren, Holocaust-Forschung genannt wurde. Und anders als einige deutsche Historiker anerkannte Browning, der kürzlich auch eine große Rezension unseres Buches veröffentlicht hat, das und warum wir über die ältere Forschung hinausgegangen sind und sie mit neuem Material zusammengeführt haben. Es ging uns dabei um einen im Grunde naheliegenden, aber bisher meist vermiedenen Gedanken, der freilich zu einem Perspektivenwechsel und zu unbequemen Einsichten führt. Wenn Sie nämlich die ältere Politik und institutionengeschichtliche Historiografie zum Nationalsozialismus ansehen, nicht nur, aber eben besonders signifikant im Bereich der Außenpolitik und des Auswärtigen Amts. Wenn Sie da mal durchgucken, dann finden Sie typischerweise Ausführungen, in denen nach der Rolle des Auswärtigen Amts und der Diplomaten im Dritten Reich gefragt wird, so als ob das Amt und das Regime zwei verschiedene Einheiten gewesen wären. Gleichsam, dass sich das Amt zu dem Regime zu verhalten hätte. Es ist leicht zu erklären, wie es in den Anfängen der Zeitgeschichtsforschung zu dieser Perspektivenwahl gekommen ist und welche Vorteile sich mit ihr für die damaligen Zeitgenossen verbanden, also für die in den berühmten Worten von Hans Rothfels Mitlebenden des Dritten Reiches. Aber mehr als 6 Jahrzehnte nach Kriegsende sollte die Zeit reif sein für einen Ansatz, der weniger mit dem Risiko der Apologie behaftet ist. Und dessen Angemessenheit wird ja auch niemand bestreiten, solange ein solcher Ansatz sich etwa auf das Kaiserreich bezieht oder auf die Bundesrepublik. Und deshalb haben wir diesen Ansatz nun auch auf die NS-Zeit gewendet und zu unserer Ausgangshypothese gemacht. Sie lautet, das Auswärtige Amt im Dritten Reich war das Auswärtige Amt des Dritten Reiches. Das klingt aus in Ihren Ohren vielleicht ganz trivial oder banal. Aber nur wenn man diese Perspektive wirklich beherzigt, ergibt sich dieses andere, nämlich sehr viel realistischere Narrativ. Es unterstreicht nämlich, statt an jeder Ecke
Widerstand und Resistenz gegenüber den vermeintlichen Zumutungen eines gleichsam von außen wie extraterrestrische kommenden Regimes, den Nazis, zu postulieren, dass der Regelbefund auch für das Amt mitmachen und anpassen. Anpassung lautet, also dass das die Ausgangshypothese sein muss und nicht erstmal anzunehmen, ja, die haben wie selbstverständlich vom 30. Januar an Opposition betrieben. Deshalb setzt auch unsere Schilderung ganz bewusst nicht mit der sogenannten Machtergreifung ein, denn Hitler beruft mit Konstantin von Neurath bekanntlich keinen Parteigenossen an die Amtsspitze, sondern er belässt dort einen Karrierediplomaten, den Reichspräsident Hindenburg 1932 zum Außenminister des Papenkabinetts gemacht hatte. Selbstverständlich erörtern wir auch die Bedeutung dieser personellen und politischen Kontinuitätslinien, aber wir eröffnen unsere Darstellung mit der Situation nach der Märzwahl 1933, als das Auswärtige Amt zum ersten Mal massiv gefordert ist und als die Diplomatie in gewohnter Professionalität und Zuverlässigkeit den außenpolitischen Flurschaden zu begrenzen versucht, den die neue Regierung mit ihrem Terror gegen politische Gegner und Juden bereits angerichtet hat. An diesem umstandslosen Funktionieren des Auswärtigen Amts und der Diplomaten ändert sich auch nichts nach dem Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933, mit dem die NS-Führung auf die Proteste vor allem in den USA reagiert. Konstruktiv und routiniert, wenn nicht billigend, ist man zu Diensten. Und so notiert in Sorge nicht etwa um die Juden, sondern um Deutschlands Ruf, der aufstrebende Gesandte Ernst von Weizsäcker, ich zitiere wörtlich, die antijüdische Aktion zu begreifen, fällt dem Ausland besonders schwer, denn es hat diese Judenüberschwemmung eben nicht am eigenen Leibe verspürt. Diese Haltung war ebenso Ausdruck des verbreiteten nationalprotestantischen Oberschichtenantisemitismus wie einer sich unbedingt patriotisch verstehenden Mentalität. Und sie war innerhalb des Dienstes, wenn nicht die Regel, so doch ungleich häufiger anzutreffen, als das Bedürfnis der neuen Regierung mit Zurückhaltung zu begegnen. Oder ihr gar, wie Friedrich von Prittwitz und Gaffron, der deutsche Botschafter in Washington, den Dienst aufzukündigen. Und zwar mit den Worten, er könne sowohl aus Gründen des persönlichen Anstands wie solchen der sachlichen Aufgaben diesen Dienst nicht weiter ausüben, ohne sich selber zu verleugnen. Friedrich Prittwitz, von Prittwitz, also eine dieser rühmlichen Ausnahmen. Wir haben großen Wert darauf gelegt, die nachweisbaren, distanzierten, kritischen und regimegegnerischen Stimmen in unserer Darstellung zu Wort kommen zu lassen. Denn es musste ja darum gehen, die Möglichkeiten und Spielräume des Handelns aufzuzeigen, die den Mitarbeitern der Wilhelmstraße auch im Zuge einer sich verfestigenden Diktatur verblieben. Sie wurden freilich nur von wenigen genutzt und sie stellten die Ausnahme dar. Die Regel war willfähriges Mitmachen von Anfang an und oft schon bald begeistertes Engagement angesichts der Teilidentität der Ziele, wie Manfred Messerschmidt das einmal mit Blick auf die Reichswehr genannt hat. Freilich arbeitete das Auswärtige Amt dem Führer nicht nur dort tatkräftig entgegen, wo es um die vielbeschworene Revision von Versailles ging. Das waren ja diese teilidentischen Ziele des Anfangs. Auch auf dem Gebiet der sogenannten Judenpolitik, das umso wichtiger wurde, je mehr nach Kriegsbeginn die klassischen Aufgabenfelder des diplomatischen Dienstes schrumpften, war und blieb man seit dem Aprilboykott von 1933 beteiligt. Und man tat sich mit eigenen Initiativen hervor, etwa bei der Ausbürgerung und Überwachung deutscher Emigranten im Ausland. Auf der Konferenz von Evian im Juli 1938, bei der um die Aufnahme der aus Deutschland und Österreich flüchtenden Juden gerungen wurde, war das Auswärtige Amt ebenso vertreten wie bei der Konferenz im Reichsluftfahrtministerium, zu der Göring nach der Reichskristallnacht einlud, um die Repressionen gegen die Juden festzulegen.
Staatssekretär Wörmann vom Auswärtigen Amt beharrte dort auf dem Mitwirkungsrecht des Amtes bei der Frage der Behandlung der ausländischen Juden. Rücksicht auf Ausland erschien ihm nur nötig, wenn vorwiegendes Reichsinteresse dazu zwingt. So wörtlich. Hier, wie im weiteren Verlauf der Entwicklung in den Holocaust hinein, zeigt der konzentrierte Blick auf das Auswärtige Amt ganz klar. Die deutsche Diplomatie arbeitete mitnichten nur reaktiv, sondern sie wurde an vielen Punkten initiativ. Ein wichtiges Beispiel dafür ist etwa der Plan vom Sommer 1940, die europäischen Juden im Zuge einer sogenannten territorialen Endlösung nach Madagaskar zu deportieren. Um die Fortentwicklung dieser Idee, die 1938 im Reichssicherheitshauptamt ventiliert worden war, machte sich Franz Rademacher verdient, der Judenreferent des Auswärtigen Amts. Nun haben wir weder ein Buch über den Zweiten Weltkrieg noch über den Holocaust geschrieben. Das war nicht der Auftrag der Kommission und das konnte auch nicht unser Ziel sein. Aber wir sind die regionalen Schauplätze der Endlösung, deren Erforschung, ich sagte es ja schon, eigentlich erst in den 90er Jahren massiv vorangetrieben worden ist. Wir sind diese Schauplätze unter der Frage der Mitwirkung des Auswärtigen Amts durchgegangen. Und dabei zeigt sich in deprimierender Deutlichkeit, dass die deutschen Diplomaten in der Regel keineswegs abseits blieben, wenn es fast überall in Europa um Plünderung, Raub, Verfolgung und Massenmord ging. Und es zeigt sich, mitnichten waren sie lediglich Beobachter des verbrecherischen Geschehens. In Frankreich, ebenso wie etwa auf dem Balkan, wirkten Diplomaten an der Deportation von Juden unmittelbar mit. Und mitunter waren gerade sie es, nicht die SS, die dazu den Anstoß gab. Namen wie der von Otto Abetz, des deutschen Botschafters im besetzten Frankreich, sind in diesem Zusammenhang bekannt. Weniger geläufig ist zum Beispiel der Name Felix Benzler, ein Laufbahnbeamter, der 1941 in Serbien mit Edmund Wesenmeier die Abschiebung von 8000 Juden betrieb und der zu diesem Zweck Unterstützung aus der Wilhelmstraße anforderte. Er bekam sie in Gestalt von Franz Rademacher, dessen Reisekostenabrechnung dann ja auch im Zusammenhang mit der Präsentation unseres Buches noch einmal durch die Medien gegangen ist. Das Dokument ist seit langem bekannt. Aber es ist eben ein Dokument, das in einer Eindringlichkeit und vor allem in einer brutalen Offenheit wie kaum sonst je den Zweck seiner Dienstreise dokumentierte. Da heißt es nämlich in diesem auszufüllenden Formular, als Zweck für die Reisekostenerstattung Liquidation von Juden in Belgrad. Dieses Dokument der Unmenschlichkeit ist, wie gesagt, im Prinzip seit den 50er Jahren bekannt. Wir haben es nach Christopher Browning zitiert. Die Frage ist, hätten wir es beiseite lassen sollen, um jenen zu gefallen, die uns dann hinterher dafür kritisiert haben, dass sie sich mit der nochmaligen Erwähnung dieses Dokuments gelangweilt hätten. Auch der Fall von Legationsrat Gerhard Feine ist seit längerem bekannt. Wir haben ihn trotzdem geschildert. Denn so viele Diplomaten, die Juden gerettet haben, gibt es nicht. Zusammen mit dem Schweizer Vizekonsul Karl Lutz hat Feine 1944 in Budapest Häuser angemietet, in denen Tausende von Juden Schutz vor ihren Verfolgern gefunden haben und den Holocaust tatsächlich überlebten. Diese Geschichte, eine wirklich mutige Ausnahmetat, haben wir, so unsere Kritiker, nun viel zu knapp dargestellt. Derjenige, der uns dafür am meisten kritisiert hat, ist zufällig der Enkel von Gerhard Feine. Mal lautet also der Vorwurf, unser Buch bietet nichts Neues, mal bringt es Bekanntes nicht detailliert genug und fühlt sich nicht hinreichend tief in die einzelnen Figuren ein. Wohlgemerkt, wir behandeln ungefähr etwa 1800 Personen in dem Buch. Auffällig ist freilich, dass sich die meisten dieser Klagen oder fast ausnahmslos auf den ersten Teil unserer Darstellung beziehen, also auf die Geschichte des Amtes im Dritten Reich.
für die Zeit nach Kriegsende beziehungsweise nach Wiederbegründung des Auswärtigen Amts 1951 haben unsere Kritiker selten Bedarf an Details und das Thema der personellen Kontinuität lassen sie am liebsten unkommentiert. Die Übergänge von der Wilhelmstraße in das Bonner Auswärtige Amt zu erforschen war jedoch zentraler Teil des Auftrags der Kommission und entgegen den apologetischen Prognosen einiger Experten erwiesen sich die bis dato größtenteils gesperrten Personalakten im politischen Archiv des Auswärtigen Amts als dafür ausgesprochen ergiebig. Zusammen mit Unterlagen aus anderen Archiven, nicht zuletzt aus den USA, ergeben sie ein ziemlich dichtes Bild der Entwicklung in der Phase der alliierten Besatzungsherrschaft, einer Zwischenzeit, die interessanterweise, obgleich von enormer Bedeutung im kollektiven Gedächtnis der Bundesrepublik, so ist jedenfalls mein Eindruck, fast zu einer Leerstelle mit zwei E geworden ist. Wer aber danach fragt, mit welchem mentalen Gepäck die Diplomaten des Dritten Reiches in der jungen Bundesrepublik angekommen sind, dem wird sehr schnell deutlich, dass die vormaligen Beamten der Wilhelmstraße auch in den Jahren zwischen 45 und 49 keineswegs und vielleicht noch weniger als andere ehemalige, in erster Linie passiv Betroffene von Entnazifizierung, Internierung und strafrechtlicher Verfolgung durch die Alliierten waren. Das alles gab es, das alles war auch wichtig, aber das später gerne gezeichnete Selbstbild, wonach man in privaten Rückzugsräumen aller Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten beraubt, lediglich zu überwintern, versucht habe, das bedarf der Korrektur. Den meisten Diplomaten gelang es schon nach kurzer Zeit, beruflich wieder Fuß zu fassen, indem sie in einer der neu entstehenden westdeutschen Verwaltungen unterkamen oder ihre Dienste gleich den Besatzungsmächten antrugen. Sofern sie nicht das Pech hatten, auf einer der alliierten Kriegsverbrecherlisten zu stehen oder im kommunistischen Herrschaftsbereich in Gefangenschaft zu geraten, mussten sich die Diplomaten in den Westzonen den üblichen Entnazifizierungsprozeduren unterziehen. Die Chancen, daraus fleckenlos hervorzugehen, standen anfangs gerade für ehemalige Angehörige des höheren Dienstes eher schlecht. Das spiegelte sich auch in einer Aufstellung, die Fritz Kolbe kurz nach Kriegsende an Alan Dulles übergab, an den amerikanischen Geheimdienstchef in Bern. Kolbe, der als einer der ganz wenigen Mitarbeiter des Auswärtigen Amts konsequent Widerstand geleistet hatte und deshalb später auch nicht wieder eingestellt wurde. Fritz Kolbe sah mehr als zwei Drittel seiner Ex-Kollegen als belastet an. Lediglich 9 höhere Beamte aus dem alten Amt hielt er für uneingeschränkt wiederverwendungsfähig. Wohlgemerkt, Fritz Kolbe war selber kein Angehöriger des höheren Dienstes, er war nur mittlerer Dienst. Angesichts der Aussicht, im Zuge der Entnazifizierung mit bis zu 10 Jahren Berufsbeschränkung oder mit dem Verlust seines Privatvermögens belegt zu werden, bildeten sich rasch Zirkel, in denen man über Abwehrstrategien beriet. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, worauf diese diplomatischen Zirkel hinausliefen. Während die individuellen Lebensläufe bis zur Unkenntlichkeit geglättet wurden, hauchte man jeder Nebensächlichkeit den Geist gemeinsamer Widerständigkeit ein. Vor allem aber wurde kräftig frisiert und gelogen, und zwar beim Ausfüllen der Fragebögen nicht weniger als vor den Spruchkammern. Ein markantes Beispiel dafür ist der Fall des schon erwähnten Franz Krapf, dessen verhinderter Nachruf den Aufstand der Pensionäre gegen Joschka Fischer auslöste. Als 22-Jähriger war Krapf 1933 Mitglied der SS und 3 Jahre später Mitglied der NSDAP geworden. Seit 1938 im diplomatischen Dienst war er während des Krieges Mitarbeiter der Tokioter Botschaft und im Rang eines Untersturmführers auch für den Sicherheitsdienst der SS tätig. Das hat er bei seiner Rückkehr nach Deutschland 1947 allerdings verschwiegen. Darüber hinaus behauptete er sogar, er sei 1939 aus der SS ausgetreten, vermutlich sogar noch unter Protest. Als die Amerikaner die deutschen Behörden auf Widersprüche in Krapfs Einlassungen aufmerksam machten,
entzog er sich seinem Entnazifizierungsverfahren durch die Flucht nach Schweden, dem Heimatland seiner Ehefrau. Bereits 1951 erreichte er aber seine Aufnahme in das im Aufbau begriffene Bonner Auswärtige Amt. Dort machte er, wie gesagt, eine Spitzenkarriere. Vor dem Hintergrund einer Mittäterschaft, für die der noch immer zu hörende Begriff der Verstrickung völlig unangemessen ist, erweist sich die Entnazifizierung des diplomatischen Korps als eine große Exkulpationsschleuse. Über kurz oder lang gingen daraus selbst Schwerstbelastete als entlastet hervor. Nicht ein einziger Diplomat, der ursprünglich als Hauptschuldiger oder Schuldiger klassifiziert worden war, das waren ja die Kategorien der Entnazifizierung, nicht ein einziger Diplomat verblieb in einer dieser beiden Gruppen. Verglichen mit dem Durchschnitt der westdeutschen Bevölkerung schafften es die einstigen Mitarbeiter des AA fast doppelt so häufig in die Kategorie der Entlasteten. Probleme hatten nur diejenigen, die nach Auffassung ihrer Kollegen gegen einen freilich recht flexibel interpretierbaren internen Kodex verstoßen hatten. Zum Beispiel etwa, dass man einen Kollegen bei der Gestapo denunziert hatte. Wer in dieser Weise aufgefallen war, aber auch nur der, musste damit rechnen, dass ihm niemand von den Kollegen einen der begehrten Persilscheine schrieb. Ansonsten aber galt, dass kaum einer, obwohl PG geworden, nicht anständig geblieben war. Diese weitherzige, wechselseitige Entschuldungsbereitschaft war gleichsam die Kehrseite des den Alliierten unterstellten Kollektivschuldvorwurfs. Der Nachkriegsdiskurs der Anständigkeit war freilich keine Spezialität der ehemaligen Diplomaten, sondern er war bei allen Funktionseliten anzutreffen. Er strukturierte nicht nur das öffentliche und private Sprechen über den Nationalsozialismus, sondern er beschrieb zugleich eine Haltung, die sich mit dem Selbstbild des unpolitischen Beamten als weitgehend kompatibel erwies. Indem man sich nämlich auf die Tradition des vorgeblich neutralen Fachbeamtentums berief, konnte nicht nur jede Mitverantwortung für den rassischen Antisemitismus und die Gewaltpolitik des Nationalsozialismus abgewiesen werden, sondern auch die Berechtigung konnte dadurch begründet werden, einen Platz im neu aufzubauenden Staatsdienst zu beanspruchen. Dass die Siegermächte dem Auswärtigen Amt besondere Aufmerksamkeit schenkten, wenn es um die Frage der juristischen Schuld an Krieg, Deportation und Genozidverbrechen ging, das lässt sich zunächst daran ablesen, dass im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess die beiden Außenminister des Dritten Reiches, also Neurath und von Ribbentrop, auf der Anklagebank saßen. Das Urteil gegen Neurath, 15 Jahre Haft, wurde in Diplomatenkreisen mit ziemlichem Gleichmut, das gegen Ribbentrop, Tod durch den Strang, sogar mit Zustimmung aufgenommen. Aber der Widerstand formierte sich sofort, als klar wurde, dass in einem der amerikanischen Nachfolgeprozesse auch vormalige Spitzendiplomaten angeklagt werden würden, allen voran Staatssekretär Ernst von Weizsäcker. Meine Damen und Herren, wer begreifen will, wie den alten Eliten mitsamt ihren Leitbildern, politischen Moralvorstellungen und emotionalen Bindungen der Einstieg in ein neues Zeitalter gelang, der wird kaum umhin kommen, sich mit den vergangenheitspolitischen Machenschaften im Umfeld des Weizsäcker-Prozesses auseinanderzusetzen. Auch wenn der sogenannte Fall 11 in den Gesamtdarstellungen zur Geschichte der Bundesrepublik kaum je Erwähnung findet, so ist es doch nicht übertrieben, in ihm ein heimliches Gründungsereignis des westdeutschen Teilstaats zu sehen. Mit Weizsäcker, das jedenfalls war die Überzeugung der alten Eliten, stand der Inbegriff des treuen Staatsdieners in Nürnberg vor Gericht. Nicht der ideologische Überzeugungstäter, der opportunistische Parvenu oder der subalterne Befehlsempfänger, sondern der stets sachorientierte, vermeintlich neutrale Fachbeamte sollte jetzt der Mitwirkung an den Verbrechen des Dritten Reiches für schuldig erklärt werden. Genau das aber durfte aus der Sicht dieser Kreise nicht unwidersprochen bleiben, wollte man sich nicht aller Chancen für eine Verwendung in einem künftigen deutschen Außenamt begeben. Mit der Causa Weizsäcker stand das Ansehen der eigenen Kaste auf dem Spiel.
das Geschick einer Elite, die sich seit jeher, und auch dies machte natürlich die Brisanz des Prozesses aus, als Inkarnation deutscher Staatlichkeit begriff. Wer immer Hoffnung hatte, nach dem Ende der Besatzungszeit wieder eine führende Rolle im Auswärtigen Dienst zu spielen, der musste in der Sache United States versus Ernst von Weizsäcker et al. Position beziehen. Unter der Regie von Helmut Becker und unter Mithilfe der weitläufigen Weizsäcker-Verwandtschaft, Sohn Richard wirkte bekanntlich als Hilfsverteidiger, zog man die Verteidigung Ernst von Weizsäckers im Stil einer Public Relations Kampagne auf. Unterstützung erhielt Helmut Becker dabei von einem agilen Kreis ehemaliger Mitglieder der Wilhelmstraße. Aber auch darüber hinaus mobilisierte Fall 11 die alten Eliten. Was den wenigen wirklichen Vertretern des Widerstands im Auswärtigen Amt nicht gelungen war, nämlich die nationalprotestantische Oberschicht zu einer gemeinsamen Front gegen Hitler zu bewegen, das wurde jetzt unter veränderten politischen Vorzeichen mit überschießendem Eifer nachgeholt. Neben Ex-Diplomaten setzten sich Kirchenfunktionäre, Politiker, Journalisten und Wissenschaftler für den angeklagten Staatssekretär ein. Ernst von Weizsäcker wuchs auf diese Weise zum tragisch gescheiterten Haupt der Opposition im Auswärtigen Amt empor, bisweilen durchaus zu seiner eigenen Verwunderung. Entgegentreten mochte Ernst von Weizsäcker dieser Entwicklung allerdings nicht. Es war ihm deutlich, dass es um mehr ging als um sein persönliches Schicksal. Wenn glaubhaft gemacht werden konnte, dass nicht einmal der Staatssekretär den Zweck der Judendeportation gekannt hatte, dann mussten alle seine Mitarbeiter als salviert gelten. Trotz eines massiven Aufgebots an Entlastungszeugen verurteilte das amerikanische Militärgericht Ernst von Weizsäcker im April 1949 wegen seiner Zustimmung zur Deportation von 6.000 Juden aus Frankreich zu 7 Jahren Gefängnis. Daraufhin entfachte Helmut Becker, der Anwalt, sogleich eine Amnestiekampagne, an deren Ende Weizsäckers Haftzeit auf 5 Jahre herabgesetzt wurde. Dem Feldzug gegen das Urteil mangelte es nicht an nationalistischen Tönen und er war nicht einmal frei von antisemitischen Aggressionen. Im Fadenkreuz der Agitation stand Robert Kempner. Der Nürnberger Chefankläger sah sich als deutsch-jüdischer Emigrant und ehemaliger Beamter im preußischen Innenministerium jeder erdenklichen Diffamierung ausgesetzt. In der Zeit, also der Wochenzeitung der Zeit, schließlich so sehr, dass Richard von Weizsäcker meinte, dies schade den Interessen seines Vaters. Die Frage, wie es eigentlich gelingen konnte, dass mit der Bundesrepublik seit 1949 ein sich rasch festigendes und später auch nach innen liberalisierendes Staatswesen entstand, obgleich doch ein großer Teil des für diesen Neuanfang zur Verfügung stehenden Personals politisch massiv belastet war. Diese Frage bezeichnet aus meiner Sicht nach wie vor eines der interessantesten Forschungsfelder in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Was das Auswärtige Amt betrifft, so werden künftige Studien sicherlich noch weitere Aspekte dessen zutage fördern und vertiefen, was der Bericht unserer Kommission als Grundbefund zu dokumentieren sucht, nämlich dass im diplomatischen Dienst so gut wie kein Aufgaben- und Gegenstandsbereich von den Nachwirkungen und Spätfolgen der NS-Zeit unberührt geblieben ist. Diese Nachwirkungen beschränkten sich mitnichten auf unmittelbare Fragen der Außenpolitik oder der Ausbildung des diplomatischen Nachwuchses, sondern sie zeigten sich in nahezu allen Bereichen der Diplomatie, der Außenhandelspolitik und der auswärtigen Kulturpolitik. Und manche der Probleme begleiten das Amt in der Außenrepräsentation der Bundesrepublik ja bis heute. Man denke nur an das Thema Wiedergutmachung oder, Stichwort aus den letzten Wochen, Prozess gegen Demjanjuk, an das der strafrechtlichen Ahndung von NS-Verbrechen. Besonders wirkmächtig wurden die Erfahrungsbestände aus der Zeit vor 45 freilich auf dem Feld der Personalpolitik und der Personalrekrutierung. Die direkte oder indirekte Beteiligung an der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik war in den Bonner Anfangsjahren ein kaum zu überschätzender Kohäsionsfaktor
im Amt. Gerade weil die normative Distanzierung vom NS-Regime eine klare Vorbedingung für den Eintritt in den öffentlichen Dienst der Bundesrepublik gewesen ist. Gewiss lassen sich diese Bindekräfte nicht nur für das Personal des neuen Auswärtigen Amtes nachweisen, sie wurden dort aber in besonderer Weise augenfällig. Noch in den 60er und 70er Jahren kämpfte die Personalabteilung des Amts mit den Spätfolgen einer Mitarbeiterrekrutierung, die sich seit 1949 eher unbewusst als bewusst am Selbstbild des unpolitischen und damit anständig gebliebenen Beamten orientiert hatte. Je sensibler die westdeutsche Öffentlichkeit und das westliche Ausland aber auf belastete Biografien reagierten, nicht zuletzt trugen ja dann auch die Kampagnen der DDR in Sachen Braunbuch dazu bei und vor allem auch zu den nicht mehr abreisenden Skandalen. Je sensibler also die Öffentlichkeit wurde, desto schwieriger wurde es nun für kompromittiertes Personal des Amtes geeignete Auslandsposten zu finden. Intern sprach man deshalb ganz offen darüber, dass es Kollegen gab, die prinzipiell nur im arabischen Raum oder in südamerikanischen Diktaturen einsetzbar waren. Meine Damen und Herren, auch mit Blick auf die Uhr wirklich nur noch ein paar wenige Bemerkungen zu dem Echo, das unser Buch in den zurückliegenden Monaten gefunden hat. Dass die dickleibige Untersuchung einer international zusammengesetzten Gruppe von Wissenschaftlern derart breit rezipiert werden würde, das war, ich habe es ja schon angedeutet, für alle Beteiligten überraschend. Für die Mitglieder der Kommission, für unsere Mitarbeiter, für den Verlag und ganz sicher auch für das Auswärtige Amt. Zu einer ersten Welle sehr positiver Reaktionen zählten übrigens gerade auch Stimmen aus dem Ausland, die den Deutschen und ihrer Diplomatie Anerkennung für ihre offene Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zollten. Rasch meldeten sich dann freilich auch Kritiker zu Wort, darunter ein paar Fachkollegen, Historiker, vor allem aber die selbsternannten Sprecher der Amtspensionäre. Mit der Scheinlegitimation ihrer vormaligen Zugehörigkeit zu einem Amt, in dem früher alles besser war, setzten sie damit jenen Feldzug fort, den sie seit der Berufung der Kommission schon führten. Als ihr publizistisches Sprachrohr fungierte der ehemalige Leiter der Edition der Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik. Er ist zufällig heute Redakteur für das politische Buch bei der FAZ. Man wird sehen, ob die monatelange Kampagne nun langsam zu einem Ende kommt. Die letzte mir bekannte Äußerung stammt vom ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel, der kürzlich wiederum in dieser Mitarbeiterzeitschrift des AA erklärte, die Kommission selbst habe dem Amt die Verbreitung des Widerstandsmythos zugeschrieben, um ihn dann aufwendig zu widerlegen. Er, Scheel, sei in seiner Amtszeit keinem einzigen Mitarbeiter begegnet, der das Amt für einen Hort des Widerstands gehalten habe. Tatsache ist, dass sich das AA, ich habe es ja schon zitiert, dass sich das AA unter Scheels Amtszeit dieser starken Beteiligung am Umsturzversuch des 20. Juli brüstete. Und ich habe auch schon auf sein Geleitwort in dieser Festschrift hingewiesen. Ich denke, das hat der eine oder 92-jährige Walter Scheel einfach vergessen. Auch, dass er damals diese Ankündigung, diese Untersuchung angekündigt hat. Nun, völlig klar, unser Buch ist so wenig von einzelnen Irrtümern oder Fehlern frei wie irgendein Buch auf dieser Welt. Aber unseren ausgedehnten Kritikern und unseren ausdauernden Kritikern geht es nicht um die Korrektur solcher Fehler. Sie verfolgen vielmehr ein politisches Ziel. Die wissenschaftliche Seriosität unserer Darstellung soll in Zweifel gezogen. Das Buch soll als wertlos dargestellt werden. Ich kann jetzt und will auch angesichts der Zeit nicht mehr auf einzelne Elemente dieser Attacken weiter eingehen. Wir können das gerne da in die Diskussion übernehmen. Ich möchte aber sagen, dass die Kommission sich ja auch zweimal zu diesen Angriffen geäußert hat. Das erste Mal in einem Aufsatz in der Süddeutschen Zeitung, schon im Dezember letzten Jahres. Und dieser Text war überschrieben mit den Worten: Unser Buch hat einen Nerv getroffen.
Und das sollte durchaus zum einen unsere Überraschung zum Ausdruck bringen, denn wie lebendig und empfindlich dieser Nerv noch immer ist, das hatten wir, das muss ich zugeben, tatsächlich unterschätzt. Zum anderen sollte die Überschrift markieren, dass das, was die Empörung unserer Kritiker ausgelöst hat, letztlich vielleicht gar nicht so sehr die Schilderung der Mitwirkung des Amtes am Holocaust und das Dementi des überkommenen Mythos des Horts des Widerstands gewesen ist. Der wahre Stein des Anstoßes, so scheint es mir jedenfalls, ist, dass unser Buch, weil es eben nicht 1945 endet, die Bemühungen und Mechanismen offenlegt, mit denen sich die deutsche außenpolitische Elite nach dem Krieg ihrer Mitverantwortung für die verbrecherische Politik des Regimes zu entziehen versuchte und sich tatsächlich auch großenteils zu entziehen verstand. Die Schilderung dieser Selbstentschuldungsprozesse tangiert natürlich jene glatten biografischen Erfolgsgeschichten, die in der Formel von der funktionalen Notwendigkeit einer großzügigen Integration der NS-Belasteten ihre wissenschaftliche Überhöhung und die in der raschen Stabilisierung der jungen Bundesrepublik ihre Legitimation gefunden zu haben schienen. Man mag ja noch verstehen, dass den solchermaßen Integrierten über dem Erfolg und den Verdiensten, ihren unbestreitbaren Verdiensten in ihrem zweiten Leben, die Schuld oder das Versagen in ihrem ersten Leben nicht mehr der Rede wert erschien. Aber was doch erstaunt und was mich persönlich ehrlich gesagt auch immer wieder noch erstaunt, das ist die Vehemenz, mit der nun etliche jener jüngeren Pensionäre reagieren, die unter Vorgesetzten und älteren Kollegen mit solchen Zweitkarrieren herangewachsen sind. Sie sind es ja, die offenbar glauben, die dienstliche Bewährung ihrer Vorgesetzten in der jungen Bundesrepublik müsse jedes erste Leben im Dritten Reich aus den Geschichtsbüchern gleichsam tilgen. Manches spricht dafür, die Debatte um das Amt auch als Ausdruck einer jahrzehntelang eher unterschwellig geführten Kontroverse zu verstehen, deren Ursprünge bis in die unmittelbare Nachkriegszeit zurückreichen und deren vergangene Aktualisierungsschübe allerdings kaum mehr erinnert werden. Grob gesagt, kreisten diese Auseinandersetzung und die nach dem Ende des Dritten Reiches zunächst ja durchaus weit verbreitete, dann aber effektiv vergessene Ansicht, dass sich die traditionellen deutschen Führungsschichten durch ihre Mitwirkung an den Regimeverbrechen schwer kompromittiert und eigentlich auf Dauer delegitimiert hatten. Gegen diese Auffassung, die vor allem die amerikanische Besatzungsmacht vertrat, die aber gerade am Anfang auch unter den Deutschen selbst durchaus ihre Anhänger fand, machten die Betroffenen ebenso rasch wie wirkungsvoll mobil, nämlich mit einer systematischen Desavouierung der alliierten Politik der Entnazifizierung, begleitet von ebenso gezielter wie aggressiv vernebelnder Agitation gegen eine angeblich vorherrschende Kollektivschuldthese. Ergebnis dieser Anstrengungen war eine weitgehende Selbstrehabilitierung der alten Funktionseliten. Diese wiederum resultierte in einem moralisch anspruchslosen Umgang mit der NS-Vergangenheit, an dem sich seit den späten 50er und dann vor allem seit den 60er Jahren die Kritik der nachwachsenden Generationen entzündete. Gerade weil diese Kritik aber langfristig so ungemein erfolgreich war, lenkte sie in gewisser Weise davon ab, dass sich unterhalb eines sich zusehends entfaltenden kritischen Geschichtsbewusstseins ältere national-apologetische Restbestände hielten, und zwar keineswegs nur unter den Angehörigen der sogenannten Aufbaugeneration. Erklärungsbedürftig an der aktuellen Diskussion über die Geschichte des Auswärtigen Amts ist daher nicht nur, warum sie nicht eher geführt wurde. Erklärungsbedürftig sind auch die zeittypischen Verschiebungen und Ausblendungen der vergangenen Jahrzehnte. Nur schwer scheint sich, jedenfalls in einer breiteren Öffentlichkeit, die Erkenntnis durchzusetzen, dass das freiheitlich-demokratische System der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich von Eliten aufgebaut wurde, die sich erst langsam und vielfach nur aufgrund äußeren Drucks von autoritären Denkmustern, nationalistischen Überzeugungen und antisemitischen Grundeinstellungen zu lösen vermochten.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.